Hallo, ich bin der Stefan von Trinkreff. Ich darf euch heute einen ganz großen Wein aus Österreich vorstellen, nämlich die QEG vom Weingut Gesellmann aus Deutschkreuz im Mittelburgenland. Die QEG besteht aus Blaufränkisch und einem kleinen Anteil an St. Laurent. Zudem wird der Wein 40 Monate in kleinen Eichenholzfässern ausgebaut. Die Trauben vom QEG stammen von den ältesten Rebstöcken des Weinguts. Wir haben hier den Jahrgang 1997, sicher einer der ganz großen Jahrgänge in Österreich, wobei der Jahrgang ja recht kühl begonnen hat im Winter mit teilweise minus 30 Grad Celsius und sehr viel Niederschlag bis in den Juli hinein. Und dann wurde allerdings das restliche Jahr mit sehr, sehr viel Sonne verwöhnt, sodass die Lese im Burgenland schon Mitte September beginnen hat können. Die Farbe des Weins zeigt sich in einem Rubinrot mit einer leichten Randaufhellung und in der Nase findet man sehr viel dunkle Beeren, ein bisschen Vanille, schöne Kräuterwürze, aber auch so leicht tabakige Nuancen. Am Gaumen sehr schön mineralisch unterlegt, mit ein bisschen einem leichten salzigen Touch auch im Nachhall. Man findet eine schöne Extraktsüße im Wein und ein bisschen Kokos und einen leichten Schokoladentouch. Zudem hat der Wein eine sehr, sehr schöne und große Länge. Kombinieren würde ich den Wein zu einem Beef Tartar mit Parmesansplitter und fein gehackten Schalotten, weil durch das Jahrgang 1997 wirkt der Wein zwar schön strukturiert und hat einen schönen Charakter, aber er ist nicht überladen und nicht überschwert. Somit könnte ich mir diese Kombination sehr, sehr gut vorstellen und sage zum Wohl.